Hi Leute, mein Name ist Jasper Kaven. Ich habe hier eine Frage, welche ich euch beantworten möchte, vom Florian. Der hat mir bei Facebook geschrieben und hat gefragt, also wir hatten schon kurz geschrieben, und er meinte jetzt, okay, das Problem ist, er kann aktuell noch nicht ins Fitnessstudio, denn es ist zu weit weg. Wenn er 16 ist, dann hat er ein Motorrad und könnte zum Fitnessstudio fahren. Und jetzt ist die Frage, glaubst du, dass es lohnt, wenn ich jetzt schon zu Hause mal anfange, ein paar Klimmzüge und Liegestütze und so zu machen, kann man dadurch auch schon ein bisschen was erreichen. Grüße Florian. Liebe Grüße zurück. Ich hatte mir auch schon kurz geantwortet. Möchte jetzt nochmal kurz für alle machen. Ich habe gesagt, ja, definitiv, das bringt schon was. Klar, ab einem gewissen Punkt, denke ich, kommt man an einem Studio nicht vorbei. Mittlerweile gibt es auch sehr günstige Varianten, sich so ein Home-Gym einzurichten. Ich verstehe aber auch, wenn man sagt, nee, das möchte ich jetzt nicht im Wohnzimmer stehen haben, ich habe den Platz nicht, das Geld nicht, was auch immer. Aber es ist einfach so, wenn ich einfach ein gewisses Kraftlevel erreicht habe und Muskulatur aufbauen möchte und ich schaffe jetzt meine Liegestütze, wenn ich am Anfang noch nicht viele schaffe, dann macht das durchaus Sinn. Dann gibt es ja auch viele Varianten, wie man sich diese Liegestütze schwerer machen kann zum Beispiel. Aber wenn ich jetzt sage, okay, meine 20 Liegestütze am Stück schaffe ich und ich mache jetzt weiter und schaffe ich irgendwann 30 und 40 und 50, dann werde ich es nicht mehr schaffen, einen wirklichen Hypertrophie-Effekt dadurch zu erzielen und wirklich größere Muskeln aufzubauen. Da muss ich jetzt einfach die Intensität erhöhen, sprich das Gewicht, was ich beim Training benutze. Und den Liegestütz dann wirklich vom Gewicht her schwerer zu machen, wird ab einem gewissen Punkt schwierig. Da muss man dann einfach ins Studio gehen, wo man mit Dips arbeiten kann, sich Gegengewicht dranhängen kann, beim Bandrücken die Gewichte steigern kann und so weiter. Bis dahin aber, er ist ja auch noch sehr jung, er ist ja noch nicht mal 16. Das heißt, er wird sicherlich noch nicht so viel Muskulatur aufgebaut haben, wahrscheinlich auch noch gar nicht so lange trainieren, wenn überhaupt schon. Er schreibt, er lohnt sich da schon mal anzufangen zu Hause, das heißt, er trainiert noch gar nicht. Und da kann man schon natürlich viel machen, weil man einfach natürlich, bis man diese Grundübungen mit dem eigenen Körpergewicht ausgeschöpft hat, da natürlich einfach auch einen Effekt hat, auch Muskulatur aufbauen kann. Ich habe ihm auch empfohlen, eine Klimmzugstange zu kaufen. Da gibt es welche, ich weiß es gar nicht mehr, für 12, 15 oder 20 Euro. Müsst ihr mal gucken bei Amazon oder so. Die sogar alle Griffvarianten haben. Da kann man breit greifen, kann Klim, also quasi die Chin-Ups machen, kann die Pull-Ups machen, kann einen Parallelgriff machen. Alles, was das Herz begehrt, alle Varianten von Griffmöglichkeiten gibt es da. Kostet, wie gesagt, kaum Geld. Und das ist natürlich schon mal eine Grundübung, die sehr, sehr wichtig für den Rücken ist und für die Arme. Und da kann man schon eine Menge machen, wenn man sagt, gut, ich mache so Sachen wie meinetwegen Sit-Ups, Plank, Liegestütze, Klimmzüge. Wenn man sich so eine Klimmzugstange kauft, kann man theoretisch auch so eine Dip-Stange kaufen, wenn man das möchte, wenn die Liegestütze nicht mehr ausreichen. Ich glaube, es gibt auch extra so Dip-Stangen, sonst kann man theoretisch auch so eine Klimmzugstange nehmen, wenn man die einfach unten anbringt, irgendwo müsste man da Dips dran machen können. Und das sind natürlich Übungen, gerade für den Oberkörper, wo man schon eine Menge machen kann. Ich denke, für die Beine ist es etwas schwieriger. Klar, man könnte jetzt einfach Air Squats machen, also Kniebeugen ohne Zusatzgewicht, einfach nur mit dem eigenen Körpergewicht. Aber wenn man jetzt nicht sonderlich viel Körpergewicht hat, dann kommt man natürlich da sehr, sehr schnell an die Grenzen, weil die Beine einfach ein großer Muskel sind, wo dann einfach dieses Gewicht nicht ausreicht. Da wird man von Anfang an sehr, sehr viele Wiederholungen schaffen. Aber besser als gar nichts, auch für die Ausdauer. Und was man nicht vergessen darf, man schult ja auch diese ganzen Mind-Muscle-Connection zum Beispiel, also die Verbindung vom Gehirn zum Muskel, dass man den richtigen Muskel ansteuern kann, die Koordination, dass man sich stabilisieren kann, wenn man einen Klimmzug macht, dass man nicht rumschlackert, sondern gerade stabilen Rumpf hat, die intramuskuläre Koordination, dass also die Muskelfasern mal lernen, zusammenzuspielen und aktiviert zu werden. Das sind natürlich Sachen, die man alle schon mal schulen kann, sodass er sagt, okay, in einem halben Jahr oder Jahr komme ich dann ins Fitnessstudio und habe dafür schon mal eine schöne Grundlage gelegt, um da nicht von null starten zu müssen. Deswegen meine Empfehlung in dem Fall, ja, macht auf jeden Fall Sinn, kostet kaum Geld, kannst zu Hause sofort anfangen, sind wichtige Übungen, um einfach einen stabilen Rumpf und einen schönen Körper aufzubauen. Es sind ja im Endeffekt Übungen, auf die man später wirklich aufbaut. Wenn du sagst, nur zu Hause trainieren, dann ist auch das sicherlich möglich, da stößt man aber einfach irgendwann an die Grenzen. Wie gesagt, heutzutage ist es gar nicht mehr so teuer, sich so ein Home-Studio einzurichten. Man muss aber eben auch den Platz haben und so weiter. Da macht es dann, denke ich, Sinn, wenn man nicht irgendwo nicht ganz weit weg auf dem Dorf wohnt, hat man fast überall irgendwie eine Studiomöglichkeit, macht es, denke ich, Sinn, sich dann mal anzumelden. Gut, ich hoffe, ich habe die Frage soweit beantwortet. Für alles Weitere habt ihr die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Ciao.